Dirty Minutes Left. Dirty Minutes Left. Dirty Minutes Left. Dirty Minutes Left. Bin ich abgerutscht hier. Steht das nicht jetzt? Herzlich willkommen zu Dirty Minutes Left, Folge Nummer 187, lieber Arne. Hallo lieber Holger, hallo liebe Hörer. Es ist immer lustig zu sehen, wie Holger übrigens seine Augen zusammenkneift, wenn er versucht, sich an die Folgennummer zu erinnern. Wir trinken heute Guevara Cola Emotion Revolution Corazon. Das kannst du bestimmt übersetzen, oder? Emotion Revolution Herz. Das Herz. Ah, Herz. Mi Corazon ist mein Herz. Also, sehr gut. Das ist mit Algarvensirup gesüßt und hatte 30 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein. Soll den das Feeling Kubas vermitteln. Kann ich jetzt nicht finden. Es schmeckt ganz gut so, aber Feeling. Ja, also ich finde es auch, ich finde es okay. Ich finde es ist eine leckere Cola, also ist besser als Coca-Cola, das ist ja noch nicht schwer. Aber warum ist das jetzt gerade Feeling Kuba sein soll, weiß nicht. Vor 2 Wochen hatten wir ja richtige kubanische Cola. Ja. Aus Kuba. Ja. Die hier kommt tatsächlich aus Alte Glofsheim. Gesundheit. Oder so. Also ist glaube ich, ein deutsches Produkt. Ja, steht auch da, hergestellt in der EU für Guevara. Ja. Okay. Also ist mehr so, ist kein kubanisches Produkt, sondern ist ein Produkt, was halt so auf Kuba macht. Also ist jetzt nicht anders als Havana Club, was ja zum Beispiel ein richtiger kubanischer Rum ist. Genau. Ist das jetzt einfach nur eine Cola, wo halt Kuba drauf geklebt ist. Aber schmeckt gut. Nur was es mit Kuba zu tun hat, weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Aber ich finde es okay. Ja. Wie uns am Anfang irgendwie in Folge 10 oder sowas von einem Kumpel von mir vorgehalten wurde, kann man wohl trinken. Da wurde mir gesagt, ich habe Sachen mal zu häufig, kann man wohl trinken. Das Cover finde ich ganz hübsch übrigens. Da sind so die diese alten Autos, die angeblich auf Kuba unfassbar viel rumfahren? Ja, aber auch nicht so, also weniger als man denkt. Also es fahren viele rum, du siehst sie halt quasi eigentlich immer, ne? Mhm. Aber halt nicht nur, du siehst halt auch aktuelle, vielleicht nicht aktuelle, aber sehr, sehr neue Polos und andere Autos und also auch deutsche Autos da rumfahren. Aber man sieht ja halt schon diese alten Chevys, aber die sind auch, glaube ich, hauptsächlich zu touristischen Zwecken da nur noch. Ja, das denke ich auch. Kennst du den Vogel, der da drauf ist? Das ist ein Vogel mit Federn. Okay, weil da stehen noch andere Dinge drauf. Neben diesen Autos sind nämlich auch noch Längen- und Breitengrad, 32 Grad Süd, 32 Minuten. 32 Grad 57 Minuten. Ah, so rum. Und 60 Grad 39 Minuten West. Ja. Diese Minutenzählung bei Grad hat mich mal beim Geocaching voll verwirrt. Ich wusste nicht, dass man das umrechnen kann und überhaupt muss und so. Und dann stand da einfach ein anderer Koordinate, als ich dachte, dass man bräuchte und habe es überhaupt nicht gefunden, was ich suchte. Ja, du hast ein Grad, ist halt genau aufgeteilt in 60 Minuten und jede Minute wieder in 60 Sekunden. Und ja, das ist halt so. Gut, okay. Nächstes Thema. Ich habe eine Switch. Yeah. Letzte Woche haben wir ja nicht aufgenommen, weil ich auf Mallorca war zum Rennradtraining. Und in der Zeit ist meine Nintendo Switch angekommen. Die wurde freundlicherweise dann bei den Rocket Beans zwischengelagert. Die ist auch in der Zeit erstmal erschienen. Ja, genau, die ist erschienen am Tag, wo ich abgeflogen bin. Jetzt ist sie hier verschmiert. Und wurde dann halt bei meinem Bruder zwischengelagert. Mhm. Oder ist da angekommen und er hat sie mir jetzt gegeben. Und ich habe tatsächlich noch nicht so viel damit gespielt, weil ich halt tatsächlich auch noch andere Sachen zu tun habe. Aber ich habe so ein bisschen die halt rumgebastelt. Wir haben da vorhin auch schon mal so ein bisschen zusammen mitgespielt. Ich habe 2 Spiele. Ich habe einmal Bomberman, was ja, wie ich mir habe sagen lassen, das Spiel ist, was man unbedingt haben muss. Das eine Spiel, was es gibt für die Switch. So hört sie sich übrigens an. Und dann habe ich mir noch von diesem anderen Hersteller dieses Spiel mit so einem Schwert gekauft, das, wo man so die Prinzessin retten muss. Ah, das kenne ich. Das war doch zum Launch der Wii, war das doch, wie hieß denn das noch, dieses Spiel mit dem Schwert? Zum Launch, das war das Bomberman, das hast du verpasst. Zum Launch der Wii, da gab es doch dieses Spiel mit dem... Wii.
Wie hieß denn das noch? Irgendwas mit das war auch super enttäuschend, deswegen, weil die Wii einfach nicht das konnte, was man. Okay, wir reden über Zelda Breath of the Wild. Also die beiden Spiele habe ich bis jetzt. Über Breath of the Wild reden wir jetzt gar nicht viel länger, weil wir da noch eine separate Folge zu machen. Ich habe nämlich auch gerade erst begonnen, das zu spielen und Holger auch. Und, aber da können wir ganz kurz drüber reden. Wir spielen es ja auf unterschiedlichen Konsolen. Also ich spiele es, wie gesagt, auf der Switch mit dem Pro-Controller. Mhm. Und du spielst es auf der Wii U. Richtig. Da, wenn man das Spiel so ein bisschen kennt, also irgendwie innerhalb der ersten 2 Minuten sieht man das, man hat halt in diesem Spiel so eine Art Tablet, so ein Slate nennen sie das. Im Deutschen heißt es übrigens Shika Stein. Ja, und im Englischen Shika Slate. Was ja auch eigentlich so eine Schieferplatte ist. Genau, war ja auch erst der ursprünglich gerummerte Name für das iPad. Aber ja. wenn man dieses Spiel sich anguckt, könnte man denken, dieses Slate oder dieser Stein könnte eigentlich ganz cool abgebildet sein auf diesem Wii U-Tablet. Ja, volle Lotte. Das sieht man so in dem Spiel. Du kriegst das Ding zwar hochkant, aber Link nimmt es sofort quer in die Hand und hält es mit 2 Händen. Und dann, das ist, ach, ich könnte so kotzen, wenn ich das, also die Funktion, die dieses Slate darstellt, ist einmal, man kann so, ich glaube, auch da durchgucken und dann hat man so eine Art Fernrohr. Und man kann das als Karte benutzen. Das habe ich alles noch nicht. Okay. Also was ich halt gesehen habe, ich habe bislang eine Fähigkeit freigeschaltet und die habe ich irgendwie in diesem Slate gekriegt und der Link hat das in die Hand genommen und dann sah ich auf dem Screen ein Menü, wo man irgendwie eine von 6 Fähigkeiten auswählen kann. Und dieses Menü sah so dermaßen aus, als müsste es eigentlich aufs Gamepad gehören. Da habe ich echt gedacht, meine Güte, die haben das Wii U-Spiel ganz schön beschnitten, damit die Switch-Version die bessere ist. Genau, also was sie halt gemacht haben, die haben halt dieses Spiel ursprünglich für die Wii U entwickelt, aber dann wurde es wohl nicht rechtzeitig fertig und dann kam diese neue Konsole raus oder sollte rauskommen und dann haben sie gesagt, okay, dann warten wir mit diesem Spiel und bringen das zur neuen Konsole raus, aber auch für die alte Konsole, weil sonst haben wir für die alte Konsole kein richtiges Zelda. Kommt dir dieses Prinzip irgendwie bekannt vor? War das nicht beim GameCube das war und, beim, das, beim, und der Wii genauso mit Twilight Princess? Ja, bis auf die Tatsache, dass der GameCube ein eigenes Zelda hatte mit Wind Waker. Das stimmt, ja. Und die Wii hatte dann 2 Zeldas. Ja. Aber dann, also das Erste, was ich dich halt gefragt habe, ist, wie ist das mit dem Tablet auf der Wii U? Ja. Und da hast du gesagt, gar nicht vorhanden. Richtig. Also weil die haben da tatsächlich, dieser Spiel ist halt, es scheint auf jeden Fall 1:1 das gleiche zu sein. Genau. Bis auf vielleicht irgendwie ein paar grafische Details oder sowas, weiß ich nicht genau. Aber. Können wir auch später gleich nochmal drüber reden. Aber es ist halt diese eigene Funktion, die halt ursprünglich entwickelt wurde für die Wii U, fehlt jetzt quasi in beiden Versionen. Das ist halt echt enttäuschend. Das ist super enttäuschend. Also na klar, bei der Switch gibt's halt keinen zweiten Bildschirm, den du währenddessen benutzen kannst. Du kannst entweder auf dem Fernseher spielen oder auf dem Gamepad, aber du hast jeweils nur einen Bildschirm. Und bei der Wii U wär's halt gegangen. Da hättest du dieses Shika-Tablet in der Hand gehabt und hättest darauf einfach deine Fähigkeiten auswählen können. Und dass sie das können, haben sie bei Twilight Princess HD und Wind Waker HD auch gezeigt. Und das wäre eben das perfekte Wii U-Spiel gewesen. Und nein, sie haben es leider beschnitten, damit die Switch-Version die bessere ist. Und ich finde diese Entscheidung... Nein, nicht die bessere, auf jeden Fall die gleiche. Nein, die bessere tatsächlich, weil die wollen ja... Ne, das ist grafisch einfach auf der Switch besser. Auf der Wii U habe ich tatsächlich am Anfang relative Frame-Einbrüche von, weiß ich nicht, also es gefühlt ist es irgendwie auf 15 Frames per Second runtergegangen. Also ruckelt. Es ruckelte tatsächlich ein Stück. Und zwar ganz am Anfang nur, also da ist noch nicht wahnsinnig viel passiert. Er guckt irgendwie über die Landschaft und mehr passiert nicht. Und da habe ich halt gedacht, meine Güte, das ist aber ganz schön lahm hier. Und das läuft angeblich auf der Switch besser. Und das ist im Grunde der einzige Unterschied zwischen den beiden Spielversionen. Also angeblich hat die Switch-Version einen besseren Sound, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Und die Wii U-Version wäre halt deutlich besser gewesen, wenn es eben diesen Second Screen gegeben hätte. Es hätte ja auch gar keine Switch-Version geben müssen. Es hätte ja auch... Sie hätten sie auch einzig in Zelda für die Wii U rausbringen können. Und das wäre vielleicht dann auch nochmal so ein Antritt gewesen für die Wii U. Also das haben sie mit der
mit der Switch ganz gut gemacht, dass es halt zum Starten Zelda gibt. Das hat, glaube ich, den Verkauf der Switch stark gefördert. Unbedingt, aber, ja, klar. Vielleicht haben sie sich da tatsächlich mit der Wii U noch mal mehr in die Nesseln gesetzt, dass sie dafür kein Zelda rausgebracht haben. Ich bin ja aber immer noch der Meinung, dass das große Problem der Wii U der Name war. Also wirklich hundertprozentig der Name, weil halt viele Leute gedacht haben, Wii U ist nun dieses Gamepad als Add-on für die alte Wii. Ich glaube, dass das allergrößte Problem das Marketing von Nintendo war zur Wii U. Das Name gehört zum Marketing. Ja, genau. Der Name gehört zum Marketing, ist aber nicht alles. Das allererste Video von der Wii U, die Vorstellung quasi auf der E3 oder wo sie das vorgestellt haben, wo die Wii U gezeigt wurde, da hat man halt immer nur gehört, man hat nicht mal die komplette Konsole gesehen, sondern da stand immer nur zwischendurch das neue Gamepad. Ja. Spielszene, das neue Gamepad, jemand hat das Gamepad in der Hand, das neue Gamepad. Das heißt, dieses Video hat quasi geschrien, ich bin nur ein Gamepad für die Wii. Ja. Und wenn man sich die Konsole anguckt, die sieht ja auch aus wie eine Wii. Also ist abgerundet und ist halt ein klein bisschen anderen Formfall, ist ein bisschen länger oder so, aber ist halt auch so ein flacher Kasten, den du entweder hochkant oder hinlegen kannst. Ja. Eigentlich wie die Wii, nur halt. Genau, und von vorne siehst du auch nicht, dass die 5 cm länger ist. Nee. Ein bisschen runder halt. Ja, also das war einfach eine Marketing-Fehlleistung sondersgleichen. Naja, aber wie dem auch sei, wir haben das jetzt auf verschiedenen Geräten und tatsächlich ist deine Wii U-Version ein bisschen größer. Die ist nämlich rund und ungefähr 12 cm Durchmesser. Ja. Und meine kommt aus einem ungefähr SD-Karten-großen Gerät. Also dieses SD-Karten-Ding ist ein bisschen dicker als eine SD-Karte, vielleicht zwei oder dreimal so dick. Das Switch-Modul ist dicker als die SD-Karte. Genau, das meine ich. Genau. Ein bisschen etwas anderer Formfaktor, aber so ein ähnliches Ding, also so ein kleines Modul, also kleiner als ein 3DS-Modul. Aber ich finde das ganz cool. Also ich mag gerne diese Module sowieso. Genau. Ich mag Module auch gerne und ich habe einen Kasten mit haufenweise Gameboy-Modulen rumliegen. Ja, und du hast einen Kasten mit genau nur einem einzigen Modul drin. Das ist ein Neo Geo Modul. Ja, aber ich habe zwei Module. Ich habe zwei Neo Geo Module. Die sind ein bisschen größer als die Switch-Module. Das muss man sich auch mal vorstellen. So ein Neo-Geo-Modul ist ungefähr doppelt so dick. Also hat ungefähr das Format von einem Switch-Dock. Ja, kann man so sagen, genau. Ist schon absurd groß. Oder so, ich glaube, so wie 4 Super Nintendo-Module. Ja. Ungefähr. Ja, gut. Naja, auf jeden Fall habe ich neben Breath of the Wild habe ich noch Bomberman. Und das haben wir gerade ein bisschen angezockt. Genau. Das hat nämlich Multiplayer-Modus, lokalen Multiplayer-Modus und auch Online-Dienst, wo ich noch nicht weiß, ob der auch tatsächlich funktioniert, weil ich glaube, dass der Nintendo-eigene Online-Dienst erst Ende des Jahres startet. Ich habe gehört, man kann ihn bis zum Herbst kostenlos verwenden und dann kostet er Geld, aber es ist irgendwie noch nicht alles da oder so. Ich habe keine Ahnung. Also ich habe meinen bei Nintendo gibt es ja immer Freundeskurz. Mhm. Den habe ich gesucht, den habe ich nicht gefunden. Vielleicht gibt es bei der Switch auch keinen, das weiß ich nicht. Ich glaube doch. Aber ich habe ihn jedenfalls nicht gefunden. Aber ich habe ihn beim 3DS auch lange, lange gesucht, bis ich ihn gefunden habe. Die wollen nicht, dass man sich irgendwie verbindet. Ja. Scheint's. Naja. Was wir gemerkt haben beim Spielen von Bomberman, ich hatte den Pro-Control. Also zuerst haben wir... Erstmal das Bomberman, das Spiel, das kennt vielleicht unsere jüngeren Hörer nicht. Denn man hat ein Spielfeld, so ein quadratisches Spielfeld normalerweise in der Ecke, da sind halt Steine drauf, die man backbomben kann mit Bomben. Also man ist eine Figur, man kann eine Bombe legen und dann explodiert die und man muss aufpassen, dass man nicht selber getroffen wird von der Bombe und stirbt. Und man muss sich dann durch diese Steine durchbomben durch das Spielfeld und die anderen Spieler, die auch auf diesem Spielfeld sind, wegbomben. Zwischendurch kann man noch so Add-ons kriegen, dass man mehr Bomben legen kann oder dass die Bomben weiterreichen oder dass man Bomben wegtreten kann mit dem Fuß. Genau. Aber das ist so, dass... Was machen diese Rollschuhe? Da bist du schneller, läufst du schneller. Ah, okay. Das sind halt so diese verschiedenen Add-ons, die man halt kriegen kann. Genau, und das gibt's jetzt halt auch für die Switch. Das ist irgendwie 30 Jahre Bomberman, dieses Spiel. Ja, und ich habe zu meiner Jugendzeit ein Spiel namens Atomic Bomberman auf dem PC unfassbar gerne und viel gespielt. Und das hatte eine sehr, sehr präzise Steuerung. Auf dem PC hast du natürlich den Vorteil, dass du einfach zu zweit an der Tastatur sitzen kannst oder zu dritt oder zu viert. Und das dann spielen kannst. Die damaligen Tastaturen waren auch noch riesengroß. Heutzutage ist es schwieriger. Und das hatte eine sehr präzise Steuerung. Die habe ich bei diesem hier vermisst. Also zuerst haben wir das Spiel mit zwei Joy-Cons gespielt, mit dem linken und dem rechten.
Und da kannst du halt nur die Bewegung mit dem Analogstick machen. Und das hat halt nicht furchtbar gut funktioniert. Also ich habe da ich bin immer gestorben zuerst, weil ich einfach nicht geschafft habe, in die Gänge zu kommen, um den Bomben zu fliehen. Vor den Bomben zu fliehen. Und das fand ich ein bisschen bedauerlich. Das ist tatsächlich in dem Singleplayer-Modus noch ein bisschen schrecklicher, weil da das Spielfeld leicht gedreht ist. Also dann kannst du nicht mehr hoch und runter laufen, sondern musst halt immer leicht schräg laufen. Tatsächlich? Ja. Ich habe gedacht, das sei ein Scherz, als du das war kein Scherz. Und dadurch wird diese ganze Steuerung halt nochmal deutlich schwerer, weil sonst kannst du halt hoch, runter, links, rechts und dann ist halt gegessen mit der Bewegung. Ja. Und jetzt musst du halt immer so, es ist halt auch nicht 45 Grad, sondern es sind irgendwie so, keine Ahnung, irgendwas zwischen 20 und 30 Grad gedreht. Okay. Ganz schrecklich. Ich spiele Bomberman tatsächlich wahrscheinlich ungefähr 7 Jahre länger als du. Weil ich habe mit Bomberman angefangen mit Dyna Blaster auf dem PC, was der europäische Name von dem ersten Bomberman von 1990 ist. Ah. Für MS-DOS und TurboGrafx. Und Atomic Bomberman ist 97 erschienen. Okay. Ja. Genau, wir haben das mit den Joy-Cons gespielt. Richtig. Und dann haben wir hast du den Pro-Controller genommen? Und also wie gesagt, ich fand es mit den Joy-Cons schwierig zu spielen. Also es gibt bestimmt Spiele, die funktionieren ganz gut mit so einem Analog-Stick und Knöpfen. Aber jetzt dieses Bomberman, was eigentlich eine sehr präzise Steuerung hat, wo du feldweise vorrücken können müsstest, das geht halt bei denen nicht. Vielleicht ist es ein Problem von dem Spiel, vielleicht von der Steuerung, ich weiß es nicht. Es ist ein Problem von dem Spiel, glaube ich. Also früher gab es halt nur. Also da konntest du quasi nicht zwischen zwei Feldern stehen. Da konntest du nicht am Rand von einer Säule stehen, sondern du standst entweder vor der Säule oder neben der Säule. Ja. Und das ist bei diesem hier irgendwie anders. Genau, das ist hier weicher, flüssiger, moderner, könnte man sagen. Aber dadurch halt auch extrem schwer zu steuern, ja. Ja. Du musst halt sehr, sehr genau steuern auf einmal. Was bei so einem Spiel wie Bomberman, wo es halt manchmal schnell zugeht, weil auf einmal um dich herum ganz viele Bomben liegen von den anderen drei Mitspielern oder 7 anderen Mitspielern. Da muss dann halt schon schnell reagieren und auch präzise reagieren und das geht halt mit dieser Steuerung nicht. Ja. Geht erst recht nicht, wenn du den Pro-Controller nimmst. Ich nehme die beiden Joy-Cons in dem Controller-Halter quasi. Joy-Con-Grip. Genau. Und der eine Joy-Con davon immer ausgeht. Ja. Weil das ist ein Problem der Switch, dass der linke Controller, von diesen Standard-Controllern, die dabei liegen, wenn man sie nicht direkt an der Switch befestigt, häufiger mal Probleme hat mit der Verbindung zur Switch. Das heißt, das Bluetooth fällt irgendwie aus und dann versucht er sich zu verbinden und dann kann das nicht und dann geht er aus. Genau. Das ist doof, wenn man Zelda spielt und in einem Kampf ist und dann stirbt. Deswegen bin ich bei Zelda auch auf den Pro-Controller gewechselt. Das ist noch blöder, wenn man ein Multiplayer-Spiel spielt und alle um einen herum einen mit Bomben bewerfen und man sich nicht bewegen kann, weil der Controller ausgegangen ist. Und man dann stirbt. Genau. Ja. Also der linke Joy-Con, die Fehler führen immer zum Tod und das ist ärgerlich. Genau. Und ich habe von diesem Fehler schon häufiger gehört. Das ist schon irgendwie ein Serienfehler dieser Konsole. Man soll halt näher rangehen. Ja, super. Ich bin jetzt hier von meiner Konsole, wenn ich auf dem Sofa sitze, ungefähr 2,5-3 Meter entfernt. Ja. Was jetzt, glaube ich, nicht so ungewöhnlich ist. Nein. Wenn ich tatsächlich mit meinen Armen über den Wohnzimmertisch reiche und dann den Controller so ungefähr 1 Meter an die Konsole ranhalte, dann ging die Verbindung wieder. Sehr gut. Ja. Das hat auch zu mehr Humor im Spiel geführt, weil das ein sehr lustiger Anblick war. Fand ich nicht. Na gut, auf jeden Fall, das ist so die Erfahrung mit dem Joy-Con und mit der Switch und mit Bomberman. Also an sich mag ich Bomberman halt sehr gerne, deswegen habe ich mir auch gekauft. Aber gerade dieses Bomberman ist so meh. Ich weiß es nicht. Ansonsten hast du noch ein bisschen Zelda gespielt, ne? Und auch ein bisschen, du hast Zelda sogar doppelt, ne?
Ich merke, du willst eine Überleitung generieren. Sehr gut. Also, du hast es doppelt gekauft. Genau, ich habe es mir doppelt gekauft. Stimmt gar nicht, weil ich habe es einmal habe ich in Zelda investiert und einmal habe ich es mir schenken lassen. Also gekauft habe ich es im Grunde gar nicht. Letztlich ist das alles Geld, was mir fehlt. Ich habe die Limited Edition gekauft, die es ausschließlich in der Switch-Version gibt. Das heißt, da ist eine Switch-Version von dem Spiel dabei, eine Statue vom Master-Schwert im Stein mit Blume und ein Soundtrack. Und das alles kommt in einer riesengroßen Box. Und ich habe so einen Spaß gehabt, das zu haben, dass ich mir dachte, packst du mal aus den Kram. Da was man ja eigentlich mit Sachen nicht macht, bei denen man investiert. Ja, richtig. Aber ich will es ja auch haben. Außerdem wollte ich dieses Video generieren, nämlich ein Unboxing von Zelda Breath of the Wild, der Limited Edition. Und das habe ich gemacht. Und das ist inzwischen online. Du bist wie online? Du bist jetzt unter die YouTuber gegangen? Es ist noch viel komplizierter. Ich bin jetzt plötzlich Videospielredakteur. Ta-ta-ta-ta. Beim NMAC. Eine große Empfehlung übrigens hier für alle unsere Hörer. Meine Kollegen vom NMAC. Meine neuen Kollegen vom NMAC. Das ist eine Website. Die haben lange Zeit ein E-Mac gemacht, also ein digitales Magazin, was extrem gut war, also bis Mitte letztes Jahr ungefähr. Und da ist zum Beispiel auch Twilight Princess HD ist da noch drin verarbeitet worden. Und das hat aber zu viel Arbeit gemacht dafür, dass es rein hobbyistisch quasi produziert wurde. Und deswegen haben sie es eingestellt und sind jetzt nur noch Website. Und ich sage mal die, weil ich mich da noch nicht so richtig zugehörig fühle, weil ich noch keinen Artikel geschrieben habe. Ich habe mich da halt beworben als Podcaster, weil ich dachte, ich rede gerne über Nintendo und über Zelda sowieso und das kann ich einfach mal machen in so einem Podcast von NMAC. Und dann habe ich mich da beworben und dann bin ich quasi sofort genommen worden, habe gesagt, ach übrigens, ich würde auch gerne irgendwie YouTube-Videos machen und jetzt sieht es so ein bisschen so aus, als würde ich sowohl irgendwann Texte schreiben, als auch YouTube-Videos machen und möglicherweise dann auch mal irgendwann im Podcast mitmachen. Aber der Podcast geht jetzt natürlich vorrangig über Switch-Themen, weil es ist eine aktuelle Nintendo-Seite. Und ich habe keine Switch und deswegen kann ich da nicht mitreden. Was natürlich auch für sämtliche Tests und Artikel gilt, die irgendwie Switch-only sind. Also muss ich mal gucken, was ich da mache. Jedenfalls habe ich mir vorgenommen, unabhängig davon, ein YouTuber zu werden. Das heißt, ich werde Videos bei YouTube veröffentlichen und damit berühmt werden und Profit machen. Und das mache ich mit Let's Plays, weil Let's Plays einfach sind. Ich habe bei Nintendo angefragt, was sie davon halten. Die haben gesagt, kannst du schon machen. Geld damit verdienen ist irgendwie blöde. Aber ist egal eigentlich, mach man ruhig. So. Und da habe ich mir gedacht, okay, so ein YouTube von sämtlichen Zelda-Spielen wäre doch mal ganz geil. Und von sämtlichen, wie lange willst du denn da YouTube? Naja, ewig. Ich muss mir vor allen Dingen keine neuen Themen ausdenken, weil es gibt ja unendlich viele Zelda-Spiele. Ja, das ist das Problem hier, dass ich hier schon seit Jahren habe, dass ich so viele Zelda-Spiele spielen will und ich es nie schaffe. Aber natürlich ist das Video dann, ist das ein Anreiz, das wirklich auch zu machen. Richtig, genau. Vor allen Dingen kannst du dann hinterher auch nochmal nachgucken. Ich wollte nicht auslachen, das war einfach nur so, okay, scheiße, das ist ein sehr ambitioniertes Projekt. Genau. Ja, richtig, so sieht's aus. Ich habe jetzt jedenfalls angefangen mit Breath of the Wild, habe da die ersten 4 Folgen aufgenommen. 20 Minuten, das scheint mir so ein brauchbarer Wert für so ein Let's Play, für so eine Let's Play Folgenlänge zu sein. Und wollte eigentlich aber mit dem Original Zelda anfangen. Und zwar deswegen, weil, jetzt verrate ich's, meine Reihe nicht Let's Play heißen wird, sondern Let's Die. Weil man in dem ersten Zelda unfassbar oft stirbt und das auch zum Spielprinzip dazugehört. Wie ich jetzt festgestellt habe. Weil das allererste Zelda, da behältst du deinen Kram, wenn du stirbst und fängst halt einfach an der Stelle wieder an, wo du das Spiel beginnst. Das heißt, wenn du ein zusätzliches Herz kriegst, findest oder wie auch immer, dann hast du das auch nach dem Tod noch. Nur fängst du halt wieder quasi neu an. Und das wusste ich beim ersten Durchspielen nicht. Ich habe jedes Mal neu geladen und so, als ich gestorben war. Und das hat das ganze Spiel kaputt gemacht. Und das will ich jetzt quasi nochmal neu machen. Und dafür habe ich mir ein HD Elgato HD
wie heißt das Ding? Elgato Game Capture HD 60 gekauft. Mhm. Und damit kannst du einfach ein, da kannst du zwei HDMI-Kabel reinstecken. Und ein USB-Kabel und ein Audio-Kabel, aber das nutze ich nicht. Und dann steckst du ein HDMI-Kabel, was da rauskommt, in den Fernseher, eins in die Konsole und das USB-Kabel in den Rechner. Und dann kannst du einfach auf mitschneiden, was du da aufnimmst. Und wenn du währenddessen, da kommt halt eine Software mit, wenn du währenddessen noch dein Rode NT-USB da anschließt an den Rechner, dann kannst du damit auch deine Kommentarspur direkt aufnehmen. Und wenn du deine Webcam noch anmachst? Und ja, wenn ich meine Webcam noch anmachte, dann könnte ich tatsächlich mich auch dabei filmen. Das mache ich jetzt nicht, weil zum einen bin ich nicht so fotogen und zum anderen bin ich nicht fotogen im Vergleich zu dem Zelda-Spiel, was ich dann ja mit meinem Bild verdecken würde. Mhm. Und deswegen reicht mir Audio. Deswegen war auch mein ursprünglicher Plan, halt nur im Podcast aufzutauchen, weil Audio ist halt viel cooler als Video eigentlich. Und mit so einem Let's Play ist es ja quasi über ein Spiel reden, was man aber währenddessen zufällig gerade auch selber spielt. Ja. Ich habe mir auch so ein Elgato-Dings gekauft. Ja, sehr gut. Aber ich habe eine andere Version. Bei mir ist noch so ein S mit drauf. Ich wusste nicht so ungefähr, was der Unterschied ist. Wie ich jetzt rausgefunden habe, der Unterschied ist, dass die mit der S an keinem meiner Rechner funktioniert. Nicht mal an dem neuen Touch Bar Pro. Das ist bedauerlich. Ja, das die S-Version. Ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht. Ich kaufe ja nichts blind. ich schon. Ich habe mich schlau gemacht. Es ist so, dass die S-Version für Streaming steht, dass das das neuere Modell ist. Und das ist, wenn man das denn benutzen kann, den Vorteil bietet, dass du auf deinem Rechner direkt ein verzögerungsfreies Live-Bild hast. Mit dem HD60, das ich habe, habe ich zwar auch das Bild auf dem Rechner, aber es kommt so 1,5 bis 3 Sekunden zu spät an. Das heißt, damit spielen kann ich nicht. Aber mit der S-Version kann man theoretisch auch direkt am Rechner spielen und kann sich den Fernseher sparen. Das will man natürlich bei so einem Spiel wie Zelda nicht. Aber wenn man irgendwie das einfach nur aufnehmen will, weil was weiß ich was, dann ist es eben praktisch. Also brauchst halt weniger Kram dann dafür. Das Problem ist halt, diese S-Version braucht sowohl 4 Kerne als auch USB 3, um zu laufen. Genau. Und ich hab das Problem, ich habe ja hier 3 Computer. Das alte MacBook Pro ist erstmal raus. Das funktioniert sowieso nicht mehr. Dann mein Mac Mini hat zwar 4 Kerne. Das ist ein i5, nein, i7. Hat kein USB 3. Ja. Der funktioniert gar nicht, das Ding da dran. Mein Touch Bar Pro hat USB 3, ne? Ja. Aber hat nur 2 Kerne. Ja. Tatsächlich, es funktioniert da dran, aber wenn ich streamen will, dann ist das irgendwie noch so Briefmarken groß statt HD. Ah, okay. Aufnehmen, das hat, glaube ich, ganz okay funktioniert. Das muss ich mal nochmal weiter testen. Ich habe es erst einmal getestet, kurz. Ja. Was hast du denn damit vor? Ich hatte verschiedene Projekte vor, also ich muss nicht mal gucken, ob ich das mache. Tatsächlich, ich wollte eine YouTube-Serie starten, die ich nennen wollte XY verprügelt Holger. Mit XY ist ein austauschbarer Name gedacht, zum Beispiel Arne verprügelt Holger, ne? Mhm. Und dann ist das Ziel, dass ich mir halt Gäste einlade, die halt ein Beat'em-up mitbringen, also so ein Spiel wie Street Fighter oder Mortal Kombat. Mhm. Und sagen hier, Holger, ich will dich in Street Fighter 2, Super HD Turbo 2 auf dem Super NES verprügeln. Und dann stellen wir das Spiel so ein bisschen vor. Und dann versucht er mich zu verprügeln und ich versuche ihn zu verprügeln. Ja, sehr gut. Das ist so das Ziel. Also das Ziel ist es, viele verschiedene Beat'em-ups zu spielen auf vielen verschiedenen Systemen. Und da das alleine langweilig ist, habe ich gedacht, lade ich halt andere ein. Aber da ich genau weiß, dass wenn andere kommen, dass die werden besser sind als ich, mache ich das gleich zum System. Vor allem, wenn die das Spiel kennen und du im Grunde nicht so. Genau. Ja, ja, das ist doch gut. Aber ich habe noch nicht angefangen. Kannst du irgendein Beat'em-up gut? Nein. Nicht wirklich. Ich habe zwar extrem lange Super Street Fighter 2 gespielt, aber ich glaube, das spielen wir Super Street Fighter 2. Ich mach dich fertig mit Ryu. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das steht in fast jedem Lebenslauf drin. Ja. Darfst du aussuchen, wen ich spiele. Ich mach dich trotzdem fertig. Das müssen wir testen. Nein, das kann ich tatsächlich nicht. Ich kann mit Ryu kann ich wohl ganz gut spielen. Ich kann tatsächlich relativ viele gut spielen. Mein Lieblingscharakter war der, den ich nicht aussprechen kann. Geil? Ich habe ihn immer Geil genannt. Geil, ja, der ist auch gut. 2 Sekunden unten halten, dann hoch und
Kick und dann machst du diesen Salto. Sonic Boom. Sonic Boom. 2 Sekunden hinten halten, nach vorne und Schlag. Uppercut. Aber wer war das? Rund Uppercut. Ach, das ist hier, okay, es war verkehrt. Es hieß Tiger Uppercut. Das war von Balsa. Du hast bestimmt eine andersprachige Version gespielt, oder? Weiß nicht. Zagat hieß der bei uns. Zagat, genau, Zagat hieß der. Naja, auf jeden Fall, egal. Das war eine so eine Idee, die ich hatte mal. Street Fighter Rumgenörde hier. Na gut. Ja, jedenfalls NMAC wollte ich nochmal empfehlen, ist total gut. Ihr könnt mein Video angucken, wir verlinken das in den Shownotes und demnächst geht da halt auch meine Let's Play-Serie, meine Let's Die-Serie online. Ich habe mich noch nicht geeinigt, wie ich den Rhythmus generiere, weil ich muss natürlich das Spiel spielen, ich muss es aufnehmen, ich muss an dem Video noch ein bisschen rumbasteln, ich muss es exportieren. Also du musst jede 2 Tage veröffentlichen. Ja, genau. Das wird's wahrscheinlich sein. Das schaffe ich momentan auch. Ne? Ich meine, ich habe gestern Abend einfach mal 1,5 Stunden gespielt. Und das Problem ist halt, dass das auch irgendwie verwertet werden will. Und also das Aufnehmen ist ja das eine, aber das Bearbeiten und online stellen und so ist ja das andere. Da muss ich nochmal irgendwie einen Rhythmus finden. Und das ich glaube, eins der Probleme wird sein, das durchgängig zu Ende zu machen. Du kannst es jetzt vielleicht 2-3 Wochen durchhalten. So ein Rhythmus. Aber dann wird irgendwas kommen. Dann wird ja Urlaub oder dann haben die Kinder, musst du zu den Elternabenden jeden Tag oder irgendwie sowas, ne? Und dann bricht der Rhythmus. Deswegen musst du eigentlich mal so ein bisschen was vorproduzieren. Ja, unbedingt. Also so 1-2 Wochen vorproduzieren muss auf jeden Fall sein. Ja. Deswegen fange ich auch nicht sofort an, die hochzuladen, sondern zu veröffentlichen. Produziere erstmal so, weiß ich nicht, 8-10 Folgen oder so erstmal vor. Ja. Und hab sie dann eben auf Halde liegen, weil 8-10 Folgen kann auch mal schnell vorbei sein, die Zeit. Und sagst du speziell, dass das die Wii U-Version ist? Also ich erwähne es tatsächlich, ich habe das ja aufgenommen, ich erwähne es in den ersten 5 Minuten, dass es die Wii U-Version ist. Aber ich werbe nicht damit, weil es im Grunde auch egal ist für das Spiel. Okay. Ich muss mir die Wii U-Version auch mal angucken. Irgendwann mal, wenn ich bei dir bin. Ja. Oder so. Ja, bei Zelda, da kann man jetzt auch Sachen kaufen, ne? Sachen kochen und sowas. Das finde ich ja so ein bisschen seltsam. Da müssen wir demnächst mal nochmal in der gesonderten Breath of the Wild Folge drüber reden, glaube ich. Ja. Auf jeden Fall muss man jetzt auf immer essen halt. Und wenn man isst, man hat ja häufig das Problem, es gibt halt das Problem auf der Welt, dass nicht so viele Leute tatsächlich sich ein Essen leisten können. Und da gibt es eine App jetzt dagegen, die dagegen helfen will. Die heißt Share the Meal und ist, glaube ich, von den United Nations, ja, vom the United Nations World Food Program. Und da kannst du ein Essen spenden für jemanden auf der Welt. Zurzeit ist es im Südsudan. Also alles Essen, was du jetzt halt spendest, geht halt an den Südsudan, weil die da eine Hungersnot haben. Mhm. Kostet 40 Cent pro Essen. Krass. Und da muss man sich mal überlegen, so ein Rhythmus. Also Holger Klein von Övrind, der sagt, jedes Mal, wenn er ins Restaurant rangeht, spendet er 10% von der Restaurantrechnung. Also du musst nicht nur 40 Cent spenden, du kannst halt auch mehr spenden, ne? Mhm. Das heißt, du kannst einfach auf jetzt spenden klicken und dann spendet der 40 Cent. Genau. Du kannst aber auch einen Geldbetrag spenden. Richtig. Okay. Und das finde ich eigentlich eine ganz coole Sache. So, wenn du es dir leisten kannst, ins Restaurant zu gehen, dann kannst du es dir auch leisten, 10% zu spenden. Wenn, keine Ahnung, gehst du Pizza essen für 10 Euro, spendest 1 Euro, ne? Mhm. Okay. Was du auch machen kannst, was ich jetzt gemacht habe, ist, einen ganzen Monat spenden, kostet 12 Euro. Und ja, kommt hin. Ja, das ist halt auch für uns, glaube ich, in der westlichen Welt machbar, dass man mal sagt, komm, ich spende 12 Euro im Monat, dafür kann jemand anders einen ganzen Monat essen. Und dass diese App, die wollte ich jetzt gerne mal bewerben hier. Ich finde dieses Programm ganz, ganz cool. Ich bin darauf aufmerksam gemacht worden, einmal durch den Realitätsabgleich, wo halt Holger Klein und Tobi Bayer vom Einschlafen-Podcast darüber geredet haben. Ja.
Und da habe ich dann auch angemeldet und dann, ja, tatsächlich auch einige andere Leute, die ich so kenne, sind auch schon dabei. Ist das Social Networking drin, dass du das sehen kannst? Ja, du oder? Kannst dich mit Facebook verbinden. Aha. Und dann siehst du, welche Freunde von dir da auch drin sind. Und du kannst, da, was ich tatsächlich ein bisschen komisch finde oder was ich ein bisschen doof finde eigentlich, ist, dass du sehen kannst, was die gespendet haben. Okay, ja. Weil das ist, das macht schon wieder so ein bisschen Druck, ne, den man ja eigentlich bei sowas, bei so einer Spendensache nicht haben möchte. Der war, oh ja. Hier, der Max Mustermann, der spendet jetzt jeden Monat 12 Euro und ich spende nur einmal. Das ist ja dann so ein sozialer Druck, der da aufgebaut wird. Ja. Und was man ja eigentlich nicht möchte, finde ich. Also, ich finde diese App trotzdem okay. Ja. Kann ich verstehen. Ja, wenn ich jetzt hier auf Share the Meal klicke, einfach so, dann sagt er 2,80 Euro für eine Woche. Mhm, okay. Aber wie gesagt, ich habe so eine Subscription eingerichtet. Ich mache jetzt, damit ich ja nicht mal dran denken muss, jeden Monat 12 Euro. Finde ich ganz cool. Mhm, finde ich auch. Ist eine unterstützenswerte Sache. Ja. Gibt es halt, wie gesagt, von den United Nations und gibt es für Windows und Android und iOS. iOS auf jeden Fall, da habe ich sie nämlich drauf. Wir verlinken mal die Webseite, ne? Genau. Genau. Share the Meal. Wo wir gerade bei so Helfen-Geschichten sind. Das letzte Mal haben wir darüber gesprochen, dass wir Liegestütze machen für das Wohl, für das gute Ganze und so. Und ich habe direkt am nächsten Tag oder so, habe ich beschlossen, das ist Quatsch. Weil ein Freund von mir, Nils Hunte, schönen Gruß, der ist nämlich Ex-Soldat und hat gesagt, das ist Quatsch. Und er hat etliche Freunde, die einfach immer noch schweißgebadet nachts aufwachen, obwohl die vor 10 Jahren irgendwie im Krieg waren, im Kampfgebiet. Und der hat gesagt, der hat eine Organisation gefunden, jetzt habe ich den Namen vergessen, ich bin schlecht vorbereitet. Ich suche mal eben. Die einfach direkt hilft. Mhm. Quasi gegen posttraumatisches Stresssyndrom. Danke. Da habe ich mal in der Schule einen Vortrag darüber gehalten. Und das Referat. Das ist, warte mal, da steht's. Eisblume heißen die. Mhm. Bund Deutscher Veteranen. Und da einfach Geld zu spenden, ist deutlich sinnvoller, als Liegestütze zu machen. Dann habe ich das gemacht und habe die Liegestütze aufgehört und bin da viel glücklicher mit. Also nicht, weil ich keine Liegestütze mehr machen muss, sondern weil ich das Gefühl habe, das hilft einfach viel mehr. Ja. Ich habe aufgehört, es zu machen, weil sich Leute bei mir beschwert haben, dass ich zu viele Videos auf Facebook poste. Verstehe. Ja. Was ich dagegen angefangen habe, ist mal wieder ein Buch zu lesen, Arne. Oh, Ich kann lesen. Ich kann lesen, tatsächlich, ja. Es wurde mir empfohlen, und zwar, das heißt, es ist von Harari. Ja. Yuval Noah Harari. Das heißt auf Englisch Sapiens. Und auf Deutsch heißt es eine kurze Geschichte der Menschheit. Über den Titel können wir gleich nochmal reden. Oh, die hebräische Originalausgabe heißt auch A Brief History of Mankind. Die englische Version heißt Sapiens. Okay. Brief, okay, dann ist es doch nicht ganz so dumm, wie ich dachte. Nein, ja, also, das dann ist halt. Reden wir doch nicht drüber. Doch, also, was mich an diesem Titel stört, ist dieses eine kurze Geschichte, bla, bla, bla. Es gab ja mal von Bill Bryson eine kurze Geschichte. Von fast allem. Von fast allem, was aber auch schon eine Kopie war von eine kurze Geschichte der Zeit von Hawkins. Ja. Und dieses, es hat meiner Meinung nach ein bisschen überhand genommen, dieses eine kurze Geschichte, auch wenn wir jetzt nur diese 3 Beispiele einfallen. Mhm. Und ich finde diesen Namen Sapiens fand ich halt viel cooler für das Buch. Ja. Weil das Buch nämlich tatsächlich ist ein Sachbuch und die Geschichte der Menschheit darstellt. Ich verlese einfach mal den Klappentext vielleicht. Krone der Schöpfung oder Schrecken des Ökosystems. Wie haben wir, Homo Sapiens, es geschafft, den Kampf der 6 menschlichen Spezies ums Überleben für uns zu entscheiden? Warum ließen unsere Vorfahren, die einst Jäger und Sammler waren, sich nieder, betrieben Ackerbau und gründeten Städte und Königreiche? Warum begannen wir, an Götter zu glauben, an Nationen, an Menschenrechte? Warum setzen wir Vertrauen in Geld, Bücher und Gesetze und unterwerfen uns der Bürokratie, Zeitplänen und dem Konsum?
und hat uns all dies im Lauf der Jahrtausende glücklicher gemacht? Yuval Harari entwirft mit seinem international gefeierten Bestseller das große Panorama unserer eigenen Geschichte und stellt die Frage, wohin wir von hier aus gehen wollen. Hast du darauf schon eine Antwort gelesen? Nein. Aber ich bin jetzt bei, keine Ahnung, Kapitel 4 von 500 oder so. Nein. Es ist halt ein sehr dickes Buch. Also es ist ein Taschenbuchformat und hat jetzt, wenn ich hinten reingucke, ungefähr 500 Seiten. Mhm. Letzte Seite ist mit 519, aber das hat noch so Referenzen. So, ich hätte jetzt fast gerade Links drin, aber das sind halt so Fußnoten. Es hat 20 Kapitel und ich bin in Kapitel Nummer 6. Also es fängt halt so ein bisschen an über, dass wir halt eigentlich nur ein Tier sind, ne? Und wir sind halt auch nur eine Rasse von Menschen. Also es gab halt früher andere, es gab den Neandertaler, es gab ganz viele verschiedene Menschen. Ich weiß nicht, ob Rasse das richtige Wort da ist, aber ganz verschiedene Menschen. Und wir als Homo sapiens sapiens haben uns halt durchgesetzt gegen den Homo erectus, gegen den Homo was weiß ich. Ja. Ne? Und dann so ein bisschen, was ich sehr lustig fand, war eine Geschichte, da erzählt er halt, wie der Mensch halt sesshaft geworden ist, also Jäger und Sammler zum Bauern geworden ist. Mhm. Und er stellt dann auch so die Frage, ob das halt tatsächlich wirklich eine evolutionäre Leistung war, die dem Menschen geholfen hat. Also ob er hat das Beispiel am Weizen gehabt, ne? Ob der Mensch den Weizen gebändigt hat, mhm, oder ob nicht vielleicht sogar eher der Weizen den Menschen gebändigt hat, weil wenn man guckt, was der Erfolg eines Lebewesens darstellt in der Welt, dann könnte man sagen, dass die Anzahl der Gene oder der DNA-Moleküle dieses Lebewesens in der Verteilung der Welt Erfolg bemisst, ne? Wenn du halt, wenn mehr von der DNA deines Lebewesens auf der Welt ist, also nicht du Ahne, sondern du Mensch, ne? Ja. Dann ist diese Menschheit halt erfolgreich. Ja. Und er sagte, okay, früher waren halt irgendwie 0,5% der Erde voller Weizen. Mhm. Und jetzt ist, keine Ahnung, okay, 40% der Erde voller Weizen. Da ist der Weizen wohl sehr erfolgreich und er hat es geschafft, indem er den Menschen dazu gebracht hat, ihn zu sehen, ihn zu pflegen, ihn, mhm, in andere Weltteile zu tragen. Mhm. Und der Mensch muss heutzutage halt viel mehr arbeiten dafür, oder in der bäuerlichen Zeit halt dafür arbeiten. Er kann halt nicht mehr durch die Gegend streifen und sammeln und essen und schlafen, ne, was ja er sonst früher gemacht hat, sondern die Zeit, die er damit aufwenden muss, sein Essen zu bekommen, hat sich halt vergrößert. Ist es so tatsächlich so? Stelle ich mal jetzt als Rückfrage. Und ich stelle gleichzeitig die Rückfrage, was ist denn mit der Menschheit in der Zeit passiert? Ich meine, wenn der Weizen sich von 3% auf 40 vergrößert hat, was ist denn in der Zeit mit dem Menschen passiert? Ich glaube, dass die Steigerung da deutlich größer ist. Das kann sein, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, es stand wahrscheinlich auch drin, aber ich habe vielleicht auch wieder vergessen. Aber das sind halt so Gedankengänge. Also er stellt das Ganze auch sehr in Frage, wo sowas passiert ist. Also er sagt auch, okay, wir behaupten jetzt hier vor 50.000 Jahren war hier ein Dorf mit keine Ahnung, irgendwie 20 Leuten. Aber wissen wir es wirklich? Wir haben Knochen gefunden, ein paar, und wir haben ein paar Steinkrüge gefunden, ein paar Scherben. Mhm. Das macht es vielleicht wahrscheinlich, dass hier ein Dorf gewesen ist, aber hundertprozentig wissen können wir es nicht. Und das ist halt, er ist jetzt nicht so einer, der sagt, das ist alles erstunken und erlogen, sondern das ist alles Fake News und die wollen uns was vormachen. Ja. Aber er sagt, okay, die wissenschaftlichen Methoden und die Wahrscheinlichkeit, dass hier ein Dorf war, sind sehr hoch. Aber es kann natürlich auch sein, dass in 5 Jahren finden wir hier irgendwie eine Laserkanone und dann stellen wir fest, es war kein Dorf, sondern es waren Aliens. Okay, das sagt er nicht, aber er sagt halt, dass halt die Wissenschaft immer weiterarbeitet und dass das, was wir heute glauben, dass es halt auch morgen falsch sein kann und das ist halt Wissenschaft, ne? Du findest, mhm, Beweise, du nimmst etwas an und bis du nicht findest, was das Gegenteil beweist, ist das jetzt erstmal als Wahrheit zu erkennen. Ja. Und ich finde das Buch sehr gut, also es lässt sich sehr, sehr gut lesen. Ich habe das jetzt innerhalb von relativ kurzer Zeit zu einem Drittel
ja. Gelesen. Ja. Und ich habe es in Papier gekauft. Paperback. Wie klingt es? Die Unterbrechung in der Mitte war mein Lesezeichen. Ein gewiefter Analytiker könnte jetzt rauskriegen, wie viel Prozent von dem Buch du gelesen hast, anhand der Dauer des Geräuschs. Genau, aber ich glaube nicht, dass das Lesezeichen hier up-to-date ist, weil ich habe es nämlich zusätzlich auch noch in digitaler Form, wo ich das dann, wenn ich unterwegs bin, lese. Das, die gedruckte Form liegt tatsächlich bei mir am Bett. Ja. Und da muss ich das dann ab und zu manuell synchronisieren mit meiner digitalen Version. Ja, sehr gut. Damit ich dann da weiterlesen kann. Ja, also dieses Buch verlinken wir auch mal. Jo, machen wir. Das ist, finde ich, ist wirklich eine sehr gute Empfehlung, wenn man auf solche Sachbücher steht. Ja. Ich finde ja Sachbücher sowieso immer interessanter als Romane, weil man halt dadurch mehr lernt. Ich kann nicht immer nur Sachbücher hören. Also jetzt habe ich es verraten. Ich höre meine Bücher fast immer. Und ich muss immer abwechseln. Also ich brauche zwischendurch auch Romane, weil es einfach sonst zu viel wird. Weil ich mich da nicht konzentrieren kann und dann bringt es auch nichts, ein Sachbuch zu hören, wenn du es nicht aufnehmen kannst. Für Romane habe ich Zelda. Und tatsächlich habe ich angefangen, Game of Thrones zu gucken. Oha. Was nicht gut ist. Also. Für was? Für meine Zeit. Ach so, okay. Ja. Ja, okay. Ich hatte da schon vor einiger Zeit mal angefangen, habe irgendwie zwei Folgen geguckt, fand ich scheiße. Ja. Und dann wurde ich im Januar von jemandem gezwungen, die dritte Folge zu gucken? Die ganze Staffel zu gucken. Mhm. Und dann habe ich die zweite Staffel geguckt und jetzt gucke ich die dritte. Und ich hoffe, dass ich bis Juni oder Juli alle sechs durch habe. Warum? Weil dann die siebte rauskommt. Und dann. Ich dachte, die kommt im April, wie sonst auch immer. Scheiße. Ich hoffe nicht. Also eigentlich ist es immer so eine April-Serie. Es geht so von April bis Mitte Juni oder so. Scheiße. Das schaffe ich nicht. Arne, du musst jetzt hier raus, ich muss Game of Thrones gucken. Nein, Schatz. Ich habe Game of Thrones auch sehr gerne geguckt, eine Zeit lang, und inzwischen finde ich es ganz furchtbar. Also ich habe die vierte Staffel, die hat einen Moment, wo ich einfach keinen Bock mehr hatte, die weiter zu gucken. Die fünfte Staffel habe ich dann so nebenher laufen lassen, die sechste habe ich überhaupt noch nicht gesehen, obwohl die sogar im deutschen Fernsehen jetzt läuft. Mhm. Ja, interessiert mich halt nicht mehr. Keine Lust da irgendwie Elan zu vergeuden. Es ist vielleicht auch ganz gut, wenn du Let's Plays spielen machen möchtest, aufnehmen möchtest. Naja, diese Entscheidung ist ja schon 2 Jahre alt. Jo. Gut. Das war's, ne? Das war's. Ja. Dann hören wir uns wahrscheinlich nächste Woche wieder. Denke ich auch. Wenn wir mal gucken, an welchem Tag. Jo. Aber da sind wir jetzt, wo ich wieder in Hamburg bin, flexibler als früher. Wir müssen es auch sein, weil ich sonntagsabend inzwischen andere Termine habe. Let's Plays. Nee, aber Redaktionstermine. Ah, der Herr, der Business-Herr. Ja. Okay, gut. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.